Und ich rufe auf Top 66 unserer Tagesordnung, Antrag Aktuelle Stunde der Fraktion der CDU, Solidarität mit der Ukraine, Frieden in Europa, Hessen hilft, Drucksache 20-8431. Ich rufe das auf mit Top 75 unserer Tagesordnung, dem Dringlichen Antrag der Fraktion der Freien Demokraten, Drucksache 20-8460. Und als Erstes bitte ich Frau Fraktionsvorsitzende Klaus von der CDU ans Rednerpult. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat die europäische Sicherheits- und Friedensarchitektur zerstört. Putin will mit seinem Krieg das Land und somit auch die Menschen dort vernichten. Flucht und Vertreibung sind leider keine üble Vergangenheit, sondern traurige Gegenwart. Tja, wir haben als Land keine außenpolitische Kompetenz. Das haben wir eben auch schon in den unterschiedlichen Themen miteinander festgestellt. Aber wir haben eine Kompetenz zur Solidarität und eine Kompetenz für Verantwortung. Und woraus folgt das? Ich will jetzt keinen Link-Tipp geben, so wie der Minister Al-Wazir eben, aber vielleicht einen Insta-Tipp zum Followen. Ich habe beim letzten Mal schon Frau Olena Zelenska zitiert, die Frau von Wladimir Zelensky. Und die hat gerade am vergangenen Wochenende sich sehr darüber gefreut, dass Jill Biden, also die First Lady der USA, sie besucht hat in Kiew, und sie hat festgestellt, dass das erstmal großartig ist, dass sie besucht wird, weil das schwierig ist in diesen Zeiten, weil kein Ort sicher ist. Sie haben sich gemeinsam Orte angeschaut und darüber gesprochen, dass gerade eine Schule bombardiert wurde und 60 Kinder da gestorben sind. Und dann, ich zitiere, hat sie gesagt, und am häufigsten hörte ich die Frage, warum Putin sie töten will. Offenbar ist die ganze Welt nicht in der Lage, dies zu beantworten. Was wir aber tun können, ist, Menschen zu ermutigen, trotz aller Prüfungen ihr Leben zu leben und ihnen zu zeigen, wie wertvoll sie sind. Es ist übrigens Muttertag, an dem wir einander gratuliert haben und allen Müttern, die man getroffen hat. Zitat Ende. Und es sind diese Mütter, es sind diese Frauen, es sind diese Kinder und alten Menschen, die zu uns kommen, und für die haben wir die Kompetenz für Solidarität und für Verantwortung. Das haben wir in Hessen in den vergangenen Krisen getan. Und das tun wir jetzt wieder mit unserem Aktionsplan Ukraine, Solidarität mit der Ukraine, Frieden in Europa, Hessen hilft. Die Herausforderungen sind groß, und die Antworten ist ein Plan, der pragmatisch und dynamisch ist. Pragmatisch auf der einen Seite, weil er Lösungen gibt, die schnell funktionieren müssen, und dynamisch, weil es der Beginn ist, weil es der Start ist, weil wir nicht wissen, wie lang die Herausforderungen sind, wo man sagt, wir müssen das als Startpunkt sehen, als Planung in die Zukunft. Aber wir haben uns in diesem Plan auf diesen knapp 30 Seiten alle Lebensbereiche angeschaut. Von Kita, Schule, Hochschule, Arbeitsmarkt, Unterbringung, alles Mögliche bis hin auch dort zu Social-Media-Kanälen, die dort zeigen, wie funktioniert hier z.B. eine Anmeldung bei Behörden etc. Das sind Punkte, die praktische Hilfe geben. Und ich will mal zwei Punkte im Kern herausgreifen. Ich will einmal einen Blick richten in Richtung Schule, was dort geleistet wird mit über 6.000 Lehrkräften in den Intensivklassen, die die Kinder, die zu uns kommen, beschulen mit einer hervorragenden Art und Weise, die eine Klassearbeit leisten, damit diese Kinder hier direkt den Start in die Schule bekommen. Ich will aber gleichzeitig auch einen Blick darauf richten, was wir noch in diesem Plan haben. Und da nehme ich mal einen anderen Teil heraus. Es ist heute der Tag der Pflege, der internationale Tag der Pflege. Und da gilt es nicht nur, Danke zu sagen allen Menschen, die in diesem Bereich tätig sind, sondern es gilt auch zu sagen, wie können da auch
Unterstützung geleistet werden und geschaut werden, wie man dort tätig werden kann. Wir haben in diesem Plan zum Beispiel festgelegt, dass die Pflegequalifizierungszentren in Hessen da unterstützend tätig sein können, durch Anwerbeanerkennungs- und Integrationsprozesse, durch Analyse des Unterstützungsbedarfs bis hin zur Unterstützung der bestehenden Teams, hin zu Pflege- und Gesundheitskräften, die neu in die Betriebe kommen. Es gibt einen weiteren Teil, Pflege integriert in diesem Plan, wo mit der sozialpädagogischen Begleitung unserer PFIN-Klassen, das sind die Pflege in Hessen-Klassen, die Landesregierung Geflüchtete unterstützt auf dem Weg zum Hauptschulabschluss und ihren Abschluss dann als Altenpflegerin oder Altenpflegerhelfer zu machen. Kommen Sie bitte zum Schluss. Das sind ganz konkrete Punkte in diesem Plan. Und da komme ich natürlich gerne zum Punkt. Es ist ein Startpunkt. Deswegen bringen wir das heute hier auch noch einmal in unsere Aktuelle Stunde ein. Und ganz wichtig ist für uns, wir haben keine außenpolitische Kompetenz, aber einen Plan und vor allen Dingen die Solidarität und die Verantwortung, die wir gemeinschaftlich tragen. Vielen herzlichen Dank. Danke sehr, Frau Klaus. Für die Fraktion Die Linke hat sich Frau Sönmez gemeldet. Danke, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Während Innenminister Herr Beuth noch im letzten Herbst anlässlich unseres Antrags für eine schnelle Aufnahme von Menschen aus Afghanistan davon sprach, die Länder dürften bei der Schutzgewährung in keinen Überbietungswettbewerb verfallen, hat die Landesregierung nun offensichtlich erkannt, dass neue Maßstäbe bei der Versorgung von Geflüchteten zu setzen sind. Ich würde ja sagen, Gratulation für diese Erkenntnis, wenn eben nicht mit zweierlei Maß gemessen werden würde, meine Damen und Herren. Während einerseits natürlich begrüßenswerterweise zumindest eine große Bereitschaft seitens der Landesregierung signalisiert wird, Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen und ihnen eine gute Versorgung zu bieten, irren aber immer noch Flüchtlinge in den Wäldern an der polnisch-weißrussischen Grenze herum und werden weiterhin dem Elend überlassen, meine Damen und Herren. Aktuell gibt es eine Meldung über einen 16-jährigen Jemeniten, der tagelang halbtot in den Wäldern herumlag. Und ich möchte daran erinnern, dass genau diese Menschen als hybride Waffen bezeichnet wurden, meine Damen und Herren. Von all den anderen, die z.B. noch in den Meeren ertrinken, ist da ganz zu schweigen. Meine Damen und Herren, die Not dieser Menschen unterscheidet nichts, aber auch gar nichts von denen der ukrainischen Flüchtlinge. Und deshalb ist und bleibt unsere Forderung als Linke sichere Fluchtwege und menschenwürdige Aufnahme für alle, die vor Krieg und Elend fliehen müssen. Aber es geht ja noch weiter. Aus der Ukraine fliehen eben nicht nur ukrainische Staatsbürger, sondern auch Menschen ohne ukrainischen Pass. Auch diesen Menschen müssen dieselben Möglichkeiten geboten werden. Wenn es für diese Menschen ein Zurück geben kann und dann nicht in die sogenannten Herkunftsländer, wozu sie aber jetzt gedrängt werden, sondern eben, wenn sie es überhaupt hierher schaffen, übrigens, das kommt auch noch dazu, erschwerend, sondern höchstens wieder ein Zurück in die Ukraine. Und solange das nicht möglich ist, sollte auch diesen Menschen ein Bleiberecht zugesprochen werden, meine Damen und Herren. Natürlich begrüßen wir auch alle gesamtgesellschaftlichen Anstrengungen, die Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen, schnell und unbürokratisch aufzunehmen und sie bestmöglichst zu versorgen. Aber dafür ist Ihre Zustandsbeschreibung, die Sie Plan oder Aktionsplan nennen, eben nicht wirklich geeignet und hilfreich. Diesem sind genau genommen bestenfalls nur ein paar vage Versprechungen zu entnehmen. Der Rest ist, wie gesagt, eine Auflistung von schon Bestehendem, wenn man so will, was eben aber sich ja gezeigt hat, das ist nicht ausreichend. Sie wälzen wieder einmal vor allem die Verantwortung auf die Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler, die schon an ihrem Limit sind übrigens, und das ist mitnichten nachhaltig und wird
gewaltig schieflaufen, meine Damen und Herren der Landesregierung. Da ist etwa die Rede davon, dass die sogenannten Wir-Vielfaltszentren, die übrigens für Allheilmittel immer für alles hinhalten müssen, diese sogenannten Wir-Vielfaltszentren Ehrenamtliche noch besser koordinieren sollen oder das Engagement aus migrantischen Organisationen zur ehrenamtlichen Integration, dass engagierte Menschen aus migrantischen Organisationen zu ehrenamtlichen Integrationslotsinnen und Lotsen ausgebildet werden sollen, den Laiendolmetscherinnen, die von sowieso schon komplett überforderten Kommunen, die jetzt von denen geschult werden sollen, haben sie einen Kriterienkatalog beschert, aber dass ihre Aufwandsentschädigung, die ihnen zugesprochen wird, oft nicht einmal ausreicht, um die Fahrtkosten in den Flächenlandkreisen zu decken, das scheint sie in ihrem Aktionsplan oder in ihrer Beschreibung eben nicht zu interessieren. Und wenn diese Menschen dann alle schön brav ihre Freizeit geopfert haben, um die Versorgung und Integrationsarbeit zu leisten, für die eigentlich der Staat verantwortlich wäre, kriegen sie als Anerkennung eben bestenfalls einen Integrationspreis hinterhergeschmissen. Und das war es dann aber auch schon. Und so steht es leider in vielen Teilen um die staatlich organisierte Wohlfahrt in unserem Land. Und das ist gerade in einem so reichen Land wie Hessen beschämend, meine Damen und Herren. Und ähnlich verantwortungslos gehen Sie auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Behörden in den Kitas und in den Schulen um, indem Sie ihnen eben zusätzliche Aufgaben auferlegen, aber keine Strategie vorlegen, wie diese Aufgaben zu bewältigen sind, wie Sie diese Aufgaben eben bewältigen können. Und diese Kolleginnen und Kollegen sind jetzt schon an ihrem Limit, meine Damen und Herren. Und lassen Sie mich Frau Dönmez, kommen Sie bitte zum Schluss. Letzter Satz, Herr Präsident. Lassen Sie mich an dieser Stelle noch eins erwähnen. Viele der Lücken und Unterfinanzierungen in diesem Bereich sind ja seit Jahren bekannt. Die Wohlfahrtsverbände und andere zivilgesellschaftlichen Organisationen unterbreiten Ihnen immer wieder und in einer Geduld, etwa im Rahmen der Integrationskonferenz, jetzt auch gute, solide Vorschläge für eine nachhaltige und bedarfsgerechte Ausgestaltung dieser Arbeit. Wenn Sie schon nicht auf uns hören, dann hören Sie doch auf die Menschen aus der Praxis und stellen Sie diese Arbeit auf soliden Boden. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ja, Sie müssen immer damit rechnen, dass, wenn Sie auch schneller sprechen, ich trotzdem die Sätze zählen kann. Für die SPD-Fraktion hat sich nun Frau Waschke gemeldet. Ja, sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russland gegen die Ukraine ist grausam. Jeden Tag sehen wir Bilder von Menschen, die unter schrecklichsten Bedingungen leben müssen. Deswegen müssen wir gemeinsam Verantwortung übernehmen in Europa, in Deutschland, in Hessen. Und wir müssen den Menschen helfen, die vor der Gewalt in ihrer Heimat bei uns Zuflucht suchen. Europa ist in der Lage, die Aufnahme der vielen Flüchtenden zu meistern. Nach meinem Eindruck klappt das besser als 2015. Europäerinnen und Europäer handeln geschlossen und in enger Abstimmung. Der schreckliche Krieg in der Ukraine hat dazu geführt, dass Europa enger zusammengerückt ist. Aber welches Bild geben wir denn hier in Hessen ab, wenn der Ministerpräsident, sein Stellvertreter und die beiden Fraktionsvorsitzenden der Koalitionsparteien alleine ihren Aktionsplan vorstellen? Diese Pressekonferenz zeigte Bilder einer Parteiveranstaltung und nicht die Bilder eines geeinten Hessens. Sie haben ja noch nicht einmal versucht zu verbergen, wie egal Ihnen die Meinung der Opposition bei diesem wichtigen Thema überhaupt ist. Und gerade wenn es um die verzweifelten Menschen aus der Ukraine geht, die bei uns Schutz suchen, wäre es wichtig gewesen, die Opposition einzubinden und eben gerade keine Parteiveranstaltung daraus zu machen. Auch die FDP hat ja heute Morgen ganz konkrete Vorschläge vorgelegt. Und 2015, das will ich an der Stelle auch mal sagen, hat das in Ansätzen viel besser geklappt. Aber nun zu Ihrem Aktionsplan.
Es gibt Presseberichte, die zu Recht darauf hinweisen, dass die Bedingungen in den Erstaufnahmeeinrichtungen nicht gut sind. Es fehlt Personal in den Kitas, damit die Gruppengrößen erhöht werden können. Das Personal in den Kindertagesstätten arbeitet bereits seit Jahren an der Belastungsgrenze. Wir haben gerade heute Morgen darüber diskutiert. Und nun kommen die traumatisierten Kinder aus der Ukraine noch dazu. Mir hat eine Erzieherin jetzt von einem kleinen Jungen erzählt, der jedes Mal schreit, wenn irgendwo eine Tür zugeknallt wird oder was runterfällt. Das macht deutlich, dass die Kinder aus der Ukraine eine besondere Zuwendung brauchen. Und dafür braucht es entschieden mehr Personal. Das Land muss in der aktuellen Situation wenigstens Alltagshelferinnen finanzieren, die in den Kitas eingesetzt werden können. Und dann stehen wir vor einer völlig ungeklärten Wohnsituation. Schon jetzt leben Geflüchtete aus anderen Ländern, wie beispielsweise aus Afghanistan, zum Teil seit Jahren in Sammelunterkünften und brauchen auch dringend Wohnungen, insbesondere die Familien. Und in diesem Zusammenhang fordern wir eine Höchstgrenze für die Verweildauer in Sammelunterkünften. Kommunen müssen personell unterstützt werden, ganz besonders bei den Sozialämtern, bei den Ausländerämtern, bei den Gesundheitsämtern. Die gesundheitliche Versorgung der geflüchteten Menschen muss dringend gesichert werden, so wie es unsere flüchtlingspolitische Sprecherin Nadine Gersberg schon so lange fordert. Und die von uns geforderte Gesundheitskarte haben Sie von CDU und Grünen ja genau gerade vor 14 Tagen abgelehnt. Die Tafeln müssen dringend finanziell unterstützt werden, denn auch sie arbeiten mittlerweile am Limit. Und das, meine Damen und Herren, lieber Herr Wagner, das sind nur einige Kritikpunkte. Wir brauchen einen ressortübergreifenden Planungsstab zur Flüchtlingshilfe, an dem auch Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen und die Träger der freien Wohlfahrtspflege teilnehmen. Aber auch das möchte ich ausdrücklich sagen. Die Hilfsbereitschaft der hessischen Bevölkerung ist beispiellos. Wenn sich die Hessinnen und Hessen nicht so einsetzen würden, um den Menschen aus der Ukraine zu helfen, dann würde es an vielen Stellen noch viel schlimmer aussehen. Wir von der SPD-Fraktion sind bereit, gemeinsam und jenseits der Parteipolitik mitzuarbeiten und unsere Vorschläge einzubringen. Und es gilt immer noch, weil es uns nämlich um die Sache geht. Und den Eindruck, dass es CDU und Grünen hier in diesem Hause um die Sache geht, den habe ich leider nicht mehr. Vielen Dank. Danke sehr, Frau Waschke. Für Bündnis 90 Die Grünen hat sich Ihr Fraktionsvorsitzender Herr Wagner zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, Herr Präsident, meine Damen und Herren, Frau Kollegin Waschke, wie sehr es Ihnen um die Sache geht und nicht um Parteipolitik, das hat ja Ihre sehr polemische Rede eben gezeigt. Ich will nur auf einen sachlichen Fehler hinweisen. Sie fordern hier die stärkere Förderung der Tafeln ein. Sie finden das in dem Aktionsplan, den die Landesregierung, die Sie tragenden Fraktionen, vorgelegt hat. Also mit der Orientierung an der Sache scheint es jetzt nicht ganz so weit her zu sein. Ihre Kritik wird nichts daran ändern, dass diese Landesregierung bei der Flüchtlingskrise 2015 mit einem bundesweit beachteten und beispielhaften Aktionsplan gezeigt hat, wie man Menschen in Not helfen kann. Und dieser Plan von 2015 ist jetzt auch die Vorlage gewesen für den Plan, wie wir den Menschen, die aus der Ukraine fliehen müssten, helfen wollen. Und auch dieses Mal sind wir eines der ersten Bundesländer und sind wir eines der Bundesländer, an dem sich andere Bundesländer orientieren, wie man Hilfe und Solidarität aus einem Guss gewähren kann. Und Ziel des Plans ist es ja eben, genau die ehrenamtlichen Strukturen und die spontane Hilfsbereitschaft, die es in unserem Land Gott sei Dank gibt und für die wir sehr dankbar sind, jetzt zu ergänzen und teilweise zu überführen in eine strukturelle Hilfe. Das war genau der Gedanke dieses Planes.
Wir werden die Hilfe für die Menschen aus der Ukraine nicht dauerhaft allein ehrenamtlich schultern können. Wir werden es nicht mit spontaner Hilfsbereitschaft alleine schaffen, so wichtig das ist, sondern wir brauchen auch die staatlichen Institutionen, die sich hier engagieren. Mit 150 Millionen vom Bund, mit 200 Millionen vom Land, mit riesigen Anstrengungen in den Kommunen, dann kann man sich doch aber hier im Landtag nicht hinstellen und sagen, der Staat würde nichts tun. Es stimmt doch einfach nicht, meine Damen und Herren. Es stimmt doch einfach nicht. Wir handeln bei der Unterbringung der Flüchtlinge, indem wir die Erstaufnahmekapazitäten deutlich erhöht haben, aber natürlich auch im Blick haben, dass wir dauerhaften Wohnraum brauchen, weshalb wir den Ankauf von Sozialbindungen in Wohnungen noch einmal erhöhen wollen. Wir haben die Kitas im Blick, wo wir spontan darauf reagieren, dass jetzt sehr viel mehr Kinder in die Kitas kommen, aber strukturell das Thema in den Blick nehmen, dass wir mehr ErzieherInnen brauchen und deshalb hier die Ausbildungsplätze aufstocken. Wir nehmen die Schule in den Blick, wo wir sagen, wir haben die bewährten Strukturen aus 2015, aber natürlich brauchen wir jetzt mehr Lehrkräfte und mehr unterstützendes Personal. Und deshalb schaffen wir das mit diesem Aktionsplan. Wir sagen an den Hochschulen, wir wollen die Fonds, die es gibt für Studierende, die aus ihrem Land fliehen mussten, erhöhen. Deshalb tun wir das. Wir öffnen die arbeitsmarktpolitischen Programme für die Flüchtlinge aus der Ukraine. All das machen wir. All das sind zusätzliche Anstrengungen. Dann kann man doch wirklich nicht sagen, der Plan sei eine Bestandsbeschreibung. Nein, dieser Plan baut auf bewährte Strukturen auf, baut sie aus und schafft für die Menschen aus der Ukraine in allen Lebensbereichen tatsächlich eine Antwort und eine staatliche Unterstützung, meine Damen und Herren. Und wenn ich mir dann die Kritik der Opposition anschaue und dann noch einmal auf das Stichwort Orientierung an der Sache zurückkomme, da wird gefordert, dass die Flüchtlingspolitik der Landesregierung koordiniert werden müsse. Meine Damen und Herren, wir haben seit 2015, seit 7 Jahren, einen Kabinettsausschuss zum Thema Flüchtlinge, der sich genau um diese Koordinierung kümmert. Haben Sie das eigentlich zur Kenntnis genommen? Haben Sie das eigentlich zur Kenntnis genommen? Seit 7 Jahren ist Ihre Forderung erfüllt. Und dann, Frau Kollegin Waschke, reden Sie doch mit den Kommunalen Spitzenverbänden. Wir sind im ständigen und im sehr guten Dialog mit den Kommunalen Spitzenverbänden. Die Einzigen, die etwas anderes erzählen, sind Sie hier im Hessischen Landtag. Sind Sie hier im Hessischen Landtag. Bleiben wir bei der Sache. Wir haben wie 2015 auf die Herausforderungen eine Antwort gegeben mit diesem Plan. Wir behaupten nicht, dass dieser Plan für alle Herausforderungen, die noch vor uns liegen, schon fertig ist. Das kann auch gar nicht sein. Die Anforderungen, die Bedarfe, Frau Kollegin Klaus hat darauf hingewiesen, werden sich ändern. Aber wir haben wie 2015 eine Antwort auf die derzeit aktuellen Fragen. Wir haben eine Struktur, wie wir die künftigen Fragen beantworten. Und eins will ich noch sagen. Das wird uns fordern, alle, Bund, Länder, Kommunen, diese Herausforderung. Aber die Herausforderung und die Aufgabe für uns ist ungleich geringer als das Leid der Menschen, die aus der Ukraine fliehen müssen. Und das ist für uns die Verpflichtung für diesen Plan. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke sehr, Herr Wagner. Für die FDP-Fraktion hat sich Ihr Vorsitzender, Herr Rock, gemeldet. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben heute ein, glaube ich, uns alle bewegendes Thema zu diskutieren hier an dieser Stelle. Und wir haben ja in diesen 2 Plenartagen, 3 Plenartagen ganz oft ja auch das Thema Ukraine in anderen Aspekten noch mitbeleuchtet. Ich möchte an dieser Stelle und die Zeit hier auch erst einmal nutzen, allen Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land, die in einer unglaublich vorbildlichen Art und Weise sich bereit erklärt haben, zu unterstützen, zu finanzieren, Menschen bei sich zu Hause aufzunehmen und sich einzubringen in die Unterstützung der Geflüchteten aus der Ukraine. An der Stelle mal herzlichen Dank an die Bürgerinnen und Bürger in Hessen, die Unfassbares und Vorbildliches leisten.
um auch noch einmal eine politische und Haltungseinordnung vorzunehmen. Ich habe unglaublichen Respekt für die Streitkräfte der Ukraine, die mit geringsten Mitteln eine der modernsten Armeen und eine der größten Armeen auf unserem Planeten aufhalten. Mit Opferbereitschaft, mit unglaublichem Willen widersetzen sie sich der Besetzung durch die Russische Föderation, durch die russischen Streitkräfte. Die Regierung dort leistet Vorbildliches. Man kann sich das als Politiker kaum vorstellen, wie das ist, wenn man in einem Parlament tagt und jederzeit könnte eine Rakete ins Parlamentsgebäude einschlagen und diese Menschen, die da in den Bunkern sitzen, die in den Erdlöchern ausharren und das alles nur, weil sie nicht besetzt, unterdrückt und ihrer Freiheit beraubt werden wollen. Das beeindruckt mich unfassbar und ich kann das gar nicht beschreiben, was ich empfinde, wenn ich das sehe, was dort geleistet wird von den Menschen, um ihre Freiheit zu verteidigen, um ihre Selbstständigkeit zu erhalten. Das will ich an dieser Stelle noch einmal sagen. Das hat meinen allergrößten Respekt. Und ich muss auch wirklich sagen, wir haben gelernt aus den Herausforderungen der Flüchtlingskrise. Gerade in Berlin hat man gelernt und in Brüssel. Nancy Faeser und die Kolleginnen von ihr in Brüssel haben sofort reagiert, haben die Möglichkeit der Aufnahme der Flüchtlinge eben anders organisiert. Wir können jetzt die Durchreise ermöglichen. Es ist klar, dass die Freizügigkeit in Europa entsprechend gilt. Und auch Christian Lindner, die Bundesregierung, hat über die Finanzen reagiert. Es wurden 2 Milliarden € zur Verfügung gestellt, 150 Millionen. Das ist ja heute schon angesprochen, auch für das Land Hessen. Und auch es ist aufgeklärt, wie denn dauerhaft die Flüchtlinge finanziert werden sollen. Es war ja so die Frage, muss vielleicht das Land da in die Finanzierung irgendwann einsteigen? Sondern es ist jetzt klar, ab 1.6. soll die Finanzierung über das SGB II laufen. Das heißt über den Bund und über die Unterbringung teilweise auch über die Kommunen, aber größtenteil über den Bund. Und auch damit hat die Bundesregierung klargemacht, dass sie auch hier erhebliche Teile der Herausforderungen finanziell schultern wird. Und das zeigt ja auch klar, dass wir hier klare Botschaften aus Berlin bekommen. Und jetzt könnte ich mich ins Klein-Klein begeben, wie das Kollege Wagner hier gemacht haben. Und andere können sagen, top in Berlin und könnte jetzt Versäumnisse der Landesregierung aufzeigen und mich daran abarbeiten. Aber ich möchte das auf gar keinen Fall tun. Ich möchte mich auf gar keinen Fall auf diese Ebene begeben, weil ich wirklich glaube, dass es ein Fehler war der Landesregierung und auch von CDU und Grünen, eine Unachtsamkeit, kein Vorsatz, glaube ich fast, aber es macht es eigentlich noch schlimmer. Es macht es eigentlich noch schlimmer, zu sagen, wir binden nicht die demokratische Mitte bei dieser Frage ein, wie das erfolgreich 2015, und Sie haben ja, Herr Wagner, auf die gute Arbeit 2015 in Hessen, die überall in Deutschland gelobt worden ist, verwiesen. Das waren gemeinsame Aktionen vom Ministerpräsidenten, immer auch zentral gelobt. Thorsten Schäfer-Gümbel war hier ganz weit vorne in diesen Gesprächen. Wir haben uns auch beteiligt, haben gemeinsame Lösungen für Hessen gefunden und haben uns den Respekt in Deutschland verdient über diese gemeinsame Zusammenarbeit, sehr geehrte Damen und Herren. Und es tut mir weh und es tut mir leid, dass das diesmal nicht möglich war. Ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht, weil die Bevölkerung lebt diesen Zusammenhalt vor. Wir haben harte Zeiten in der Corona-Krise, in der uns die Bevölkerung zum Teil auch gegeneinander stand, und jetzt steht sie zusammen. Die Menschen in Hessen stehen zusammen, und warum stehen die demokratischen Fraktionen im Hessischen Landtag nicht zusammen? Warum ist das nicht Ihr Wunsch gewesen, dass wir gemeinsam in dieser Krise auch ein gemeinsames Zeichen setzen? Und es gäbe auch zu verbessern. Niemand legt hier einen perfekten Plan vor. Das wissen Sie auch. Und ich biete das hier auch noch mal an. Gehen Sie zurück auf diese Art und Weise, wie wir die Flüchtlingskrise 2015 bewältigt haben. Kommen Sie auf die Oppositionsfraktionen zu. Lassen Sie uns gemeinsam dieses Thema bewältigen, weil es wird noch viel auf uns zukommen. Das teile ich ja. Kommen Sie bitte zum Schluss. Das teile ich ja die Aussagen aus den Regierungsfraktionen. Es liegt noch viel Arbeit vor uns. Ändern Sie diesen Weg, gehen Sie wieder auf die Fraktionen zu, lassen Sie uns das gemeinsam machen, dann wird die Politik auch besser, das kann ich Ihnen versprechen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Rock. Für die AfD-Fraktion hat sich Herr Heidkamp gemeldet.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! In unserer am 24. Februar 2022 spontan gehaltenen Rede, also bereits am Tag der schon aus dem Völkerrecht zu verurteilenden Angriffs von Russland gegen die Ukraine, ist die Alternative für Deutschland auf drei große Themenfelder eingegangen, die an Aktualität, an Brisanz und an Interdependenz nichts eingebüßt haben. Erstens. Unsere Voraussage hat sich leider bewahrheitet, dass auch dieser Krieg zu gewalttätigem Tod, unsäglichem Leid, folgenschwerer Vertreibung und Verelendung von Millionen Menschen führen würde. Die Erkenntnis, dass Kriege entweder durch den Sieg und folglich die Niederlage der einen Seite oder durch das Ermatten beider Seiten beendet werden, lässt auch in diesem Konflikt fürchterliche Entwicklungen befürchten, bis hin zum Einsatz von Chemie- und Kernwaffen, weit über das eigentliche Kriegsgebiet hinaus. Da hier beide Seiten mittlerweile von der Bedingung und dem als realistisch betrachteten Ziel einer vernichtenden Niederlage der jeweils anderen Seite ausgehen, ist mit der Aufnahme von Friedensverhandlungen in nächster Zeit nicht zu rechnen. Das hat Konsequenzen auf unsere Programme. Die Regierung der Ukraine kann dabei nach den Zusagen verschiedenster Politiker der deutschen Regierung bei ihren Besuchen in Kiew bei der Durchsetzung ihrer eigenen Interessen mit tatkräftiger, sogar selbstlose Unterstützung Deutschlands rechnen. Die Ausstellung eines solchen Blankoschecks hat schon einmal zum Ausbruch eines Weltkriegs geführt. Die AfD unterstützt ausdrücklich die Anstrengungen und das Engagement Deutschlands, Hessens und ist stolz auf unsere Bürger, den Menschen der Ukraine in ihrer oft menschenunwürdigen, aussichtslosen Situation zu helfen, ihre Not zu lindern und ihnen die Hoffnung auf eine gute Zukunft zu bewahren. Das gilt ebenfalls für die Menschen der Ukraine, die ihre Heimat hoffentlich nur für begrenzte Zeit verlassen mussten oder noch müssen und bei uns Zuflucht suchen. Der zweite Gedanke war, dass der Krieg auch in diesem Konflikt nicht nach Drehbuch verlaufen wird. Das macht die Sache sehr gefährlich, insbesondere da der Zeitpunkt verpasst wurde, an dem sich beide Seiten noch ohne den berüchtigten Gesichtsverlust an einen Tisch hätten setzen können. Aus einer großzügigen Hilfe, besonders in Form schwerer Waffen, kann für Deutschland schnell eine unseren eigenen Interessen zuwiderlaufende Verpflichtung werden, bei der uns die Entscheidungen dann aus der Hand genommen worden sind. Der dritte Gedanke unserer damaligen Rede war die unerträgliche Darstellung unserer Regierungen, dass man die kritischen und gefährlichen Entwicklungen der jüngsten Vergangenheit gar nicht absehen, nicht erahnen konnte. Als ob es bei den Krisen der Finanzwirtschaft, des Euros, der EU, der Bundeswehr, der demografischen Entwicklung, bei der galoppierenden Inflation, bei den Fehlern im Management der Corona und jetzt sogar bei dem Krieg in der Ukraine um Naturkatastrophen handeln würden. Es sind eben keine Naturkatastrophen, sondern sich über Jahre ankündigende Fehlentwicklungen, bei der es der Politik gelingen muss, den Ausbruch zu vermeiden. Anstatt zu gestalten, hat sich Deutschland zu einem Reparaturbetrieb degradieren lassen, bei dem die sich aufschaukelnden Krisen zu Entwicklungen dankbar genutzt werden, die man unter normalen Umständen niemals hätte durchsetzen können. Die äußerst vagen und sich schnell ändernden Angaben der hessischen Regierung, auch des Bundes, im Zusammenhang mit der Hilfe und der Unterstützung für die Menschen der Ukraine in der Größenordnung von ca. 2 Milliarden Euro für den Bund, davon 150 für Hessen und gegebenenfalls einem weiteren vom Land zu tragenden Anteil von 200 Millionen, sind doch nur eine Nebelwand, hinter der sich ganz andere Beträge, Verbindlichkeiten und letztlich neue schuldenfinanzierte Projekte vom Land, vom Bund und der EU verbergen. Anstatt sich wiederholt dem Zwang unterwerfen zu müssen, für die Folgen von Fehlern der Vergangenheit immer größere Schuldenberge aufzuhäufen und damit große Risiken einzugehen, muss es Aufgabe der Politik werden. Und da fehlt mir heute jeder Beitrag. Fehlentmittlungen frühzeitig zu erkennen und ihren Folgen mindestens abzumildern. Auch wenn das nur mit harten Entscheidungen zu erreichen ist, vor Wahlen ist das natürlich immer so ein Problem. Dieser Krieg wäre vermeidbar gewesen. Der doch sicher für die SPD auch unverdächtige Klaus von Donani hat gestern beeindruckend in der Sendung von Maischberger dafür plädiert, dass dieser Krieg nicht hätte stattfinden müssen, wenn man sich seit dem Jahre 2008 vernünftig verhalten hätte auf den internationalen Konferenzen. Wir müssen uns heute nicht über die Bewältigung der katastrophalen Folgen für die Menschen der Ukraine, von Russland und von Deutschland unterhalten.
Diese aktuelle kommen Sie bitte zum Schluss. Ja, dieser Aktionsplan ist erst das unverfängliche Deckblatt einer Rechnung von vielen hunderten Milliarden Euro für Deutschland. Wir stimmen den Maßnahmen im Sinne der Menschen zu und hoffen, dass der Rechnungsbericht am Ende in 2 Jahren nicht so katastrophal fällt wie der letzte zu dem Rechnungsbericht des Jahres 2015. Danke schön. Danke, Herr Heidkamp. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister Wintermeyer das Wort. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, zunächst möchte ich mich für große Teile der Debatte, jetzt nicht für den letzten Debattenbeitrag, ausdrücklich bedanken, weil sie zeigte, dass wir solidarisch mit der Ukraine sind und dass wir Hessen helfen wollen, wo wir können. Die Debatte zeigt auch, dass wir mit dem wohl in Deutschland einzigartigen Aktionsplan Hessen hilft, auf dem richtigen Weg sind. Und die Debatte war geeignet, die Anstrengungen der Landesregierung für die Kriegsflüchtlinge darzustellen und zu zeigen, dass wir durchdacht und abgestimmt handeln. Wir unterstützen, wo und wie wir können. Meine Damen und Herren, wir wollen und werden, und das ist unser Ziel, gute Gastgeber für die derzeit 58.000 Kriegsflüchtlinge in unserem Land sein. Es ist ein guter Plan, der auf den Erfahrungen vergangener Flüchtlingskrisen beruht und dennoch auf die Unterschiede zu der aktuellen Krise sensibel eingeht. Und, meine Damen und Herren, der Plan der Landesregierung, und das richte ich auch an die Opposition, ist ein Mitmachplan. Alle gesellschaftlichen Gruppen sind und bleiben herzlich eingeladen, mitzuwirken und sich dort, wo sie können, auch mit einzubringen. Zum Wohle der Menschen, die zu uns gekommen sind und die vor einem schrecklichen Krieg mitten bei uns in Europa, bei uns temporäre Zuflucht suchen. Wir möchten daher allen Menschen danken, die sich für Flüchtlinge einbringen. Auch unseren motivierten Mitarbeitenden, speziell in den Regierungspräsidien und auch in den Erstaufnahmen und Notunterkünften. Unseren Kommunen, die sich auf uns verlassen können. Unseren Schulen, die bereits 8.700 Kinder und Jugendliche aufgenommen haben. Und das betone ich auch, den vielen Ehrenamtlichen, die nicht staatliches Handeln ersetzen sollen oder auch ersetzen müssen, sondern die mit Herz und Empathie unsere hessische Gastfreundlichkeit krönen. Hierfür unser herzlicher Dank. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch kurz auf einige kritische Töne der Debatte eingehen, speziell auch auf den Antrag der FDP, den Herr Fraktionsvorsitzender Rock gar nicht hier angesprochen hat. Aber zunächst, Frau Waschke, wenn Sie sich hier hinstellen und das Beispiel Laiendolmetscher bringen, wo die Ehrenamtler sozusagen im Regen stehen gelassen werden, vielleicht wissen Sie es nicht, dann sage ich Ihnen das jetzt hier. Entschuldigung, die Kollegin von den Linken muss mich entschuldigen. Die Laiendolmetscher bekommen 15 Euro in der Stunde und vielleicht lesen Sie es mal nach oder vielleicht verstehen Sie es mal ein bisschen, bevor Sie es hier ansprechen. Sie kriegen vollständig die Fahrtkosten ersetzt, weil Sie gesagt haben, das reicht noch nicht mal für die Fahrtkosten. Also keine Falschbehauptungen, sondern versuchen Sie es bei der nächsten Rede dann mal mit aufzunehmen. Dann hatte bereits der Kollege Wagner die FDP-Forderung nach einem Landeskoordinator und ressortübergreifende Kommunikation bewertet. Ja, ich leite seit 2015 gemeinsam mit meinen Staatssekretärinnen und Staatssekretären einen entsprechenden Kabinettsausschuss Flüchtlinge. Wir haben Erfahrungen, und mit diesen Erfahrungen aus früheren Krisen besprechen wir uns ressortübergreifend, entscheiden und koordinieren erfolgreich. Sie fordern in Ihrem Antrag übrigens auch dennoch, die Schutzsuchenden schnell zu registrieren. Ich weiß nicht, ob der FDP entgangen ist, dass die Registrierung ja nun zunächst erstmal Sache der kommunalen Meldebehörden und auch der Bundesagentur für Arbeit ist. Aber Ihnen scheint entgangen zu sein, lieber Kollege Rock, dass der Bund, genauer gesagt der Bundesinnenministerin, es bis heute nicht gelungen ist,
A, Flüchtlinge gerecht in der Bundesrepublik zu verteilen und, jetzt kommt's, die für die Registrierung erforderlichen digitalen Gerätschaften, sogenannte PIC-Geräte, die nur der Bund liefern kann, in ausreichender Anzahl den Meldebehörden zur Verfügung zu stellen. Und unser Innenminister hat sogar jetzt PIC-Geräte seitens der Polizei denen ausgeliehen, damit sie mit der Registrierung hinterherkommen können. So viel zu dem, was wir als Landesregierung dazu machen. Meine Damen und Herren, alle Länder, und ich betone alle Länder, kritisieren das Unvermögen bestimmter Bundesressorts oder nachgeordneter Behörden. Und ich möchte Sie sehr bitten, auch denn den entsprechenden Adressaten zu Recht kritisch auch ihre Ausführungen dann entgegenzuhalten. Ich glaube, das ist ein richtiger Weg. Und wenn Sie, lieber Herr Rock, können Sie auch noch darauf eingehen, jetzt noch in der zweiten Runde, weil Sie immer Recht behalten wollen, auf die Rückführung leerstehender Sporthallen ansprechen, dann lesen Sie die dpa-Mitteilung von gestern. Dort steht schwarz auf weiß, dass unser Innenminister unsere Kommunen gebeten hat, die Rückführung für den Spiel- und Sportbetrieb in Angriff zu nehmen. Wir, die Hessische Landesregierung, handeln, bevor Sie Anträge schreiben. Und wenn ich noch einen letzten Satz sagen darf, ich würde mir sehr wünschen, dass Sie, und da gucke ich insbesondere auch Sie wiederum, Herr Rock, an, Ihren Finanzminister dazu bewegen, der ja 145 Millionen Euro uns Hessen zur Verfügung stellt. Das ist ein Sechstel der Kosten, die wir für die Gemeinschaftsaufgabe vom Bund erstattet bekommen. Wenn Sie ihn erstens bitten, mehr zu geben, und zweitens in den Verhandlungen der am 31.12. letzten Jahres ausgelaufenen Flüchtlingsfinanzierung für die übrigen Flüchtlinge, die wir und die Kommunen ganz alleine ohne Geld des Bundes tragen müssen, dort entsprechend aktivieren, uns Hessen entsprechend dort zu unterstützen. Insofern möchte ich abschließend trotz dieser oppositionellen und in Teilen leider unberechtigten Kritik sagen, ich freue mich über den gemeinsamen Geist der Idee Hessen hilft. Und lieber Herr Rock, wir haben wenigstens im Gegensatz zu Ihnen einen konstruktiven Plan. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Wintermeyer. Sie haben vollkommen bewusst, wie ich wahrgenommen habe, gut anderthalb Minuten überzogen. Diese Redezeit steht jetzt selbstverständlich zur Verfügung und Herr Rock würde sie gerne wahrnehmen. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Staatsminister, wenn Ihnen das Thema so wichtig wäre, wie Sie es dargestellt haben, dann hätten wir am Dienstag eine Regierungserklärung dazu gehört. Wir hätten ausreichend Möglichkeit gehabt, dieses Thema entsprechend angemessen zu bewerten. Ich kann natürlich in fünf Minuten nicht einen umfangreichen Antrag vorstellen. Darum geht er in die Ausschussberatung. Es gibt eine Menge Themen, die man bewältigen könnte. Wir haben auch schon vor 8 Wochen einen ersten Vorschlag gemacht, wie man wichtige Themen adressieren kann. Ich will nur auf 2 Punkte eingehen. Gerade die kommunale Ebene hat sich einen Ansprechpartner für die kommunale Ebene gewünscht, der für alle Ministerien verbindlich spricht, damit sie sich eben nicht immer wieder verschiedenen Aussagen gegenüberstehen. Das ist nicht meine Idee, das ist das, was wir zurückgespiegelt bekommen aus der kommunalen Ebene. Das haben bestimmt auch schon andere gehört. Und das Zweite, ich will noch mal auf die Finanzierung eingehen. Diese Bundesregierung, die jetzt regiert, übernimmt die Flüchtlinge ins SGB II. Die Regierung, für die die CDU stande, hat genau diese Organisation zugrunde gelegt, dass die Kommunen nämlich dann nach einer gewissen Zeit aus dem Asylbewerberleistungsgesetz die Länder die Finanzierung übernehmen müssen. Das ist doch ihre Politik gewesen und die können es doch jetzt nicht uns vorwerfen, dass wir das konstruktiv angehen und fragen, wie die entsprechenden Mittel angemessen oder die Herausforderungen angemessen bewältigt werden kann, sieht man ja schon, dass diese Bundesregierung einen anderen Weg gegangen ist wie Ihre Bundesregierung. Und das könnte man natürlich ausführlich besprechen, nicht in anderthalb Minuten. Ich würde mir wünschen, lieber Herr Staatsminister, kommen Sie zurück an einen Punkt, in dem wir gemeinsam die Themen ansprechen, in dem wir gemeinsam an Lösungen arbeiten. Herr Rock, und verlieren Sie sich nicht hier in diesem Klein-Klein und bei der Frage, wer hat wann wo was gesagt. Das können wir gerne machen, da bin ich super drin. Aber an diesem Punkt würde ich gerne mit Ihnen was gemeinsam machen. Und nehmen Sie doch einfach unsere ausgestreckte Hand an. Vielen Dank. Danke, Herr Rock. Für die Fraktion Die Linke hat sich Frau Sönmez nochmals gemeldet.
Ja, danke schön, Herr Präsident. Herr Wintermeyer, mein Name ist Sönmez. Und ich glaube, ich verstehe sehr wohl, wenn ich etwas lese, weil ich denke, ich bin der deutschen Sprache auch mächtig. Und in Bezug auf das, was Sie jetzt zu den Laiendolmetschern gesagt haben, also ich weiß zum Beispiel aus Kassel, dass Sie eben von der Pauschale, übrigens von der Pauschale und nicht eben den tatsächlichen Kosten entsprechend, eben davon es mitnichten bezahlen können, eben wenn Sie im Flächenland unterwegs sind für Ihre Tätigkeit, die Sie ausführen. Weil, wie gesagt, es ist lediglich eine Pauschale und orientiert sich nicht an den tatsächlich entstandenen Kosten, Herr Wintermeyer. Vielen Dank. Danke, Frau Sönmez. Für die SPD-Fraktion hat sich Ihr Vorsitzender, Herr Rudolph, zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! An einer Stelle stimme ich ausdrücklich mit den Rednern von CDU und Grünen überein. Wir stehen vor einer riesengroßen Herausforderung, was uns auch noch einige Jahre beschäftigen wird. Umso unverständlicher ist Ihr Weg, den Sie gegangen sind. Und das, was ich CDU, Grüne und Ihnen, Herr Wintermeyer, vorwerfe, und auch Herr Wagner, wir reden sehr wohl mit den Mitgliedern von Wohlfahrtsverbänden, mit Organisationen. Wir kriegen das mit eines der drängendsten Probleme, sagen uns Praktiker. Auf der kommunalen Ebene ist die medizinische Versorgung. Das waren die Untersuchungen zu Beginn in den entsprechenden Einrichtungen. Die Gesundheitskarte ist ein Thema. Es kommen krebskranke Menschen aus der Ukraine und die Kosten bleiben nachher bei den Kommunen hängen. Ich habe das auch in Berlin hinterlegt. Ich erwarte, dass die kommunale Ebene jedenfalls nicht auf Kosten hängen bleibt für die Unterbringung von Flüchtlingen. Das ist eine Aufgabe, die Bund und Land schultern muss. Und dann muss das entsprechend auch über Steuern finanziert werden. Insofern wissen wir, was zu tun ist. Was ich Ihnen vorwerfe, aber das haben Sie bewusst entschieden. Getreu dem Motto Ihres Ministers Al-Wazir, Regierung ist Regierung, Opposition ist Opposition. Wir nehmen das für den Rest der Wahlperiode genau so zur Kenntnis, dass Sie diesen Kurs fahren. Sie wollen gar nicht hören, wenn es Dinge aus der Praxis gibt, die man gemeinsam umsetzen könnte. Hier geht es um Menschen. Das Schicksal ist schlimm genug. Hier muss humanitäre Hilfe geleistet werden. Und die Schließung von Sporthallen und die Wiederöffnung, da braucht es keines Erlasses oder Anrufes. Das machen Kommunalpolitiker quer durch alle Parteien vor Ort. Die stecken nämlich in der Praxis. Und deswegen die Überheblichkeit, die teilweise Sie gerade hier an den Tisch gelegt haben, ist völlig unangemessen bei einer riesengroßen Herausforderung, vor der wir stehen. Sie gehen den Weg allein. Das ist eine bewusste politische Entscheidung. Wir nehmen das zur Kenntnis und wir bedanken uns ausdrücklich bei denen, die sich vor Ort um die ukrainischen Flüchtlinge kümmern. Sie brauchen unsere Unterstützung und Sie brauchen auch das entsprechende Geld. Vielen Dank. Danke sehr, Herr Rudolph. Damit ist auch diese Aktuelle Stunde abgehalten. Den mit aufgerufenen Antrag der Fraktion der Freien Demokraten soll nach Wunsch der Fraktion in den Europaausschuss überwiesen werden. Da regt sich kein Widerspruch. Dann machen wir das so.